Die Schweizer Armee ist seit jeher im Milizsystem organisiert und setzt auf die abschreckende Wirkung der ständigen Kampfbereitschaft. Um diese zu gewährleisten, hat die Armee ab Beginn des 20. Jahrhunderts systematisch in die Beschaffung einheitlicher Waffen und den Bau von über 900 militärischen Schießplätzen investiert. Nach zwei Weltkriegen und 40 Jahren Kaltem Krieg hat sich die Bedrohungslage verändert. Die Truppenstärke wurde über die Jahre reduziert. Als Konsequenz wird nur noch ein kleiner Teil der ursprünglichen Schießanlagen benötigt. Nun werden alle nicht mehr genutzten Schießplätze von den zuständigen Behörden auf Umweltbelastungen untersucht und, falls nötig, saniert. On fait le profil ici. Oui, okay, ça marche. Bonne place. Einer dieser Plätze befindet sich im Berner Jura. On commence de haut en bas. Oui. Wir sind hier auf dem Schießplatz von Roquenvilliers und ich mache hier die technische Untersuchung, um die sanierungsbedürftigen Bereiche zu bestimmen. Der Schießplatz ist seit 1940 gebraucht von der Armee. Hier haben sehr viele Rekrutenschulen und Wiederholungskurse geschossen mit Maschinenpistolen, mit Gewehr und anderem mehr. Und jetzt ist der ganze Schießplatz belastet mit Munitionsresten, Fragmenten. Und insbesondere haben wir hier eine Schwermetallbelastung durch Kupfer und Blei. C'est ça? Voilà, ça c'est de l'acier, ça. Schon von bloßem Auge lässt sich eine starke Belastung des Bodens feststellen. Punktuelle Messungen im Feld geben einen ersten Eindruck über die tatsächliche Verschmutzung der Kugelfänge. Danach werden die entnommenen Proben gut verpackt und zu weiteren Abklärungen ins Labor geschickt. Hier werden die genauen Werte der Bodenproben bestimmt, um das Ausmaß der Verunreinigungen exakt benennen zu können. Die Resultate entscheiden über das weitere Vorgehen. Früher war der Stellenwert des Umweltschutzes natürlich nicht so hoch wie heute. Und Staat und Industrie sind anders mit diesen Problemen umgesprungen. Es hat hier andere Grössen gezählt, wie betriebswirtschaftliche Interessen. Umweltschutz ist erst später dazugekommen. Blei und Antimon, das sind die Legierungsbestandteile von unserer Infanteriemunition und von verschiedenen anderen Munitionstypen. Und die Gefahr, die von denen ausgeht, ist, wenn sich die zersetzen nach dem Gebrauch, können die in die Umwelt gelangen und über verschiedene Expositionspfade bis zum Mensch in die Nahrung oder ins Trinkwasser gelangen. Wir sehen jetzt hier im Prüfbericht, dass wir in diesen Proben von Roquenvilliers verschiedene Konzentrationen antreffen. Und dementsprechend ist eine Totalsanierung von diesem Teil, von diesem Boden, notwendig. Im Juni 2016 beginnen die beauftragten Firmen mit der Bauinstallation des Schießplatzes. Alexandra Fröhlich unternimmt mit den Auftraggebern eine Begehung der Baustelle. Wir sind Vollzugsbehörde für sämtliche altlastrechtliche Untersuchungen. Wir beurteilen die Ergebnisse beurteilen und leiten die weiteren Massnahmen einleiten, wie beispielsweise hier in Roquenvilliers, wo wir gesagt haben, der Platz muss saniert werden. Wir sind hier für Roquenvilliers zuständig, dass die Planung und die Ausführung innerhalb der gesetzlichen Fristen gemacht wird. Und wir kontrollieren auch die fachlich richtige Ausführung, dass wir sie nachher ordnungsgemäss dem Eigentümer zurückgeben können. Zwei Monate später.
Die Bagger sind voll ausgelastet und tragen auf einer Fläche von ca. 30.000 Quadratmetern die Erde ab. Insgesamt werden über 15.000 Tonnen belastetes Material abgeführt. Dieses wird von Schadstoffen befreit und zur Weiterverwendung als Baumaterial aufbereitet oder fachgerecht deponiert. In den 8 vergangenen Wochen haben wir Baupisten installiert. Wir haben angefangen, den Humus abzutragen, den separieren in den Teil, der noch sauber ist, und in den, der belastet ist. Der ist dann direkt abgeführt worden. Und wir haben im Wesentlichen ganz grosse Flächen von der Kugelfänge ausgehoben und aufteilt in hochbelastetes Material und in leichter belastetes Material. Und das Material entweder in die Sondermülldeponie geführt oder in die Bodenwäscheanlage. Im Gegensatz zum belasteten Humus wird das saubere Erdreich inmitten des Schießplatzes aufgeschüttet und später wieder ausgebracht. Wir tragen so wenig Boden wie möglich ab, aber so viel wie nötig ist, um die Sanierungsziele, die definiert sind, zu erreichen. Das heisst, dort, wo viel Geschoss sind, tragen wir mehr ab, und dort, wo es wenig Geschoss hat, wird weniger abgetragen. Zur selben Zeit in Oberlengeneck im Kanton Glarus. Auch hier wird ein Schießplatz saniert. Im unwegsamen Gelände werden die Spezialisten jedoch mit zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert. Die Schwierigkeiten in diesem Projekt im Speziellen sind, wir sind hier auf einer Höhenlage von rund 1600 Meter. Die Zufahrt ist relativ schwierig. Man kommt hier nicht mit jedem Gerät einfach so rauf. Es ist eine sehr lange Zufahrt. Durch das haben wir uns auch entschieden, um den Abraum abzufliegen und nicht abzufahren, weil die Straße auch viel zu fest belastet worden wäre. Das abgeführte Material wird durch frisch zugeführten Boden ersetzt. Wegen der hohen Transportkosten muss die Sanierung in Oberlengeneck, im Unterschied zu Reconvilliers, in möglichst kurzer Zeit durchgeführt werden. Auch hier begutachtet der Auftraggeber des VBS vor Ort den Verlauf der Arbeiten. Gerade in so einem Umfeld ist es extrem wichtig, die richtigen Leute vor Ort zu haben. Ich muss jemanden haben, der Erfahrung hat in diesem alpinen Umfeld, weil der kennt die Gefahren, die es gibt, der hat das richtige Werkzeug, der weiss auch, was das möglich ist, was nicht möglich ist. Und das andere ist, ich habe halt enge Zeitverhältnisse, weil ich kann nur im Sommer arbeiten. Ich habe sehr stark wechselndes Wetter. Das muss ich alles sehr kurzfristig können in meinem Projekt berücksichtigen. Insgesamt 2200 Zielgebiete hat das VBS erfasst. Rund 550 davon werden genauer untersucht und, falls angezeigt, saniert. Die Mehrheit dieser Standorte befindet sich in schwer zugänglichem Gelände. Der Auftrag zur Altlastensanierung kommt direkt vom zuständigen Departementschef in Bern. Er sorgt dafür, dass der Bund seine diesbezügliche Verantwortung wahrnimmt. Le DDPS porte une grande responsabilité envers les générations futures. Nous souhaitons assumer cette responsabilité en corrigeant et limitant à l'avenir les conséquences négatives de nos activités sur l'environnement. Malgré l'utilisation de simulateurs, l'armée ne peut pas renoncer aux exercices en conditions réelles sur le terrain. Ces exercices, et notamment les tirs de munitions, provoquent la contamination de certains sites d'entraînement. Ces sites seront analysés et nettoyés. Les déchets militaires seront éliminés, et des mesures de protection
seront prises afin de limiter à l'avenir l'impact des activités de l'armée sur le terrain. Auch heute, trotz reduzierter Truppenstärke, ist die Schießausbildung in der Armee unentbehrlich. Wo auch immer möglich, geschieht diese jedoch in hochmodernen Simulatorenzentren. Und wann immer scharf geschossen wird, kommen künstliche Kugelfangsysteme oder Holzschnitzel zum Einsatz. Rückonvilliers im November 2016. Nach knapp 5 Monaten sind die Bauarbeiten weitgehend abgeschlossen. Sämtliche Altlasten wurden abgeführt. Und wo nötig, wurde sauberer Humus ausgebracht. Also hier sehen wir die fertig sanierten Flächen. Die Kugelfänge kann man ja noch erkennen, oder? Ja. Und hier hinter sind noch zusätzliche Motzenstücke. Der ehemalige Schießplatz kann nun wieder uneingeschränkt von Mensch und Tier genutzt werden. Im nächsten Frühjahr werden hier die ersten Kühe weiden. Und in ein paar Jahren wird nichts mehr daran erinnern, dass in Rückonvilliers einst scharf geschossen wurde. Das Gras wächst schon. Es wächst, obwohl es kalt geworden ist. Ja, aber das sollte noch ein bisschen wachsen. Jedenfalls nächstes Jahr ist alles grün. So wie es sollte sein. Ja. Weiss denn niemand mehr, dass das einmal ein Schießplatz war? Sanierung haben wir geschafft. Ja. Gehen wir zur nächsten.